Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist irgendwie richtig wild. Wir fahren heute in einen Dinosaurierpark und zwar nach Bautzen. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt einmal in diesem Videodrehen-Flow drin bin, könnte ich doch heute gleich weitermachen. Und ja, es ist jetzt schon, also der hat jetzt schon offen und wir fahren aber bestimmt noch so eine Stunde und 50 Minuten, sind also ein bisschen nicht ultrazeitig aufgestanden, aber also ganz ehrlich, man muss sich jetzt auch nicht so sehr stressen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Gesicht so ein bisschen aufgequollen ist. Ich weiß nicht, ob ich auf irgendwelche Pollen oder sowas reagiere. Ist ja wild, ey. Keine Ahnung, was das ist. Weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie anders aussehe als sonst irgendwie, aber also... Ich muss auch auf irgendwas reagieren. Viel Spaß bei dem Video und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal dort in diesem Saurierpark, also es gibt hier, glaube ich, nur diesen einen in Bautzen, wart. Und ich bin echt gespannt. Ich habe mir wirklich nicht viel dazu angeguckt, um ehrlich zu sein. Ich habe halt nur gelesen, so Saurierpark, und ab und zu sieht man hier meine Werbung. Ja, bin gespannt. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Das Viech ist jetzt gerade erstarrt, ne? Wir sind wieder zu Hause, wie man sehen kann. Es ist schon ein bisschen später, wir sind gerade noch am Essen. Ich habe meine Frisur irgendwie gerade super zerstört. Mhm. Zusammenfassend, also ich fand diesen Dino-Park richtig, richtig schön. Es war alles sehr sauber, sehr ordentlich, sehr neu, sehr modern. Und sehr cool. Oh ja, auf jeden Fall. Es war an jeder Ecke, wo irgendwas zu spielen für die Kinder war, waren Sitzmöglichkeiten für die Eltern. Wie gesagt, es sah alles super modern und neu aus. Also gefühlt wurde das erst vor einem halben Jahr oder so eröffnet, aber es ist schon länger da. Wie gesagt, also ist eine ganz klare Empfehlung. Ich finde auch, der Punkt, also was immer für mich dagegen gesprochen hatte, war, dass man halt fast 2 Stunden fährt, beziehungsweise durch irgendwelche Pausen und Essen und sowas waren wir über 2 Stunden unterwegs. Und für halt so einen Freizeitpark mehr als 2 Stunden zu fahren, fand ich halt immer ein bisschen viel. Aber alles, was bei uns hier in der Nähe ist, haben wir eigentlich schon mehrfach besucht. Zum Beispiel in dem Sonnenlandpark in Lichtenau. Bei Chemnitz, da waren wir schon 3-mal oder sowas. Und wenn man dann noch öfter hinfährt, dann kennt man alles halt wirklich, also in- und auswendig, dann ist es nichts Besonderes mehr. Deswegen habe ich gesagt, gucken wir jetzt mal hier. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es fährt sich auch gut. Also wir fahren eigentlich auf die Autobahn rauf, fahren dann... keine Ahnung, ein ganzes Stück halt Autobahn und dann fährt man dort runter und ist eigentlich so gut wie da, also richtig entspannt. Wir haben danach noch, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwo sehen kann, das liegt da, ein Lego-Dino-Skelett aufgebaut, was Karls Weihnachten bekommen hatte. Das war natürlich jetzt der perfekte Anlass. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great, I like you.